Vom Kriegsproviant zur Lieblingssüßigkeit. M&M's begeistern uns seit über 80 Jahren. Wie Mars aus bekannten Zutaten ein völlig neues Produkt erschaffen hat und was genau dahinter steckt, Sebastian zeigt's euch in den Food Stories. Seit 1954 gibt es die Schokolinsen dann auch mit Erdnüssen. Der Erfolg von M&M's lockte viele Konkurrenten an. Sie versuchten, das Produkt nachzubauen. Keine ganz einfache Aufgabe. Produktentwickler Sebastian Lege zeigt, was dafür alles nötig ist. Für dieses kleine Wunderwerk braucht man verdammt viel Know-how und extrem viele Produktionsschritte. Deswegen bin ich in einem Süßwarenentwicklungszentrum in Aachen und die haben es richtig drauf. Hier werden neue Süßigkeiten entwickelt. Manuel Stumpf ist Süßwarentechniker. Du bist Manu. Guten Morgen, Sebastian. Ja, der bin ich. Und drehen wir mal eine Runde in deiner Dragiertrommel. Komm. Los geht's. Für Schokolinsen ist die Dragiertrommel das wichtigste Werkzeug. Guck mal hier, alles was vorbereitet. Hast du alles schon aufgebaut? Alles schon aufgebaut. Ist aber süß, ne? Kleiner geht's nicht. Ich glaube, bei M&M sieht das anders aus, oder? Dann reden wir auch nicht über einen Kessel, sondern über Trommeln. Die sind etwas größer. Was haben die für ein Fassungsvermögen? Was meinst du? Da kommen wir auf 2 Tonnen ungefähr. Das ist dann auch pro Charge. Pro Charge. Dann kommen 2 Tonnen gelb oder rot oder grün. Krass. Beim Dragieren werden Süßigkeiten mit einer Glasur überzogen. In der Industrie passiert das in großen Trommeln. Die Glasur soll vor allem vor Feuchtigkeit und Sauerstoff schützen. Sebastian will die M&M's mit Erdnüssen nachbauen. Was wir eigentlich immer darauf achten, wenn wir die dragieren, ist, dass die Haut sehr schön an der Nuss klebt. Sobald die Haut irgendwie aus irgendeinem Grund weggeht, fängt die Erdnuss an, sich zu halbieren. Und diese halben Erdnüsse, die kann ich sehr, sehr schlecht dragieren. Die kleben irgendwo dran, die kriege ich nicht rund. Deswegen rösten wir die, so dass die Haut da dran bleibt. Okay. Beim Rösten entwickeln sich zusätzliche Aromen. Das macht die Schokolinse nachher leckerer. Nüsse müssen fertig sein, oder? Oh, die Nüsse sollten 5, 4, 3, 2, 1 fertig. Zum Start erstellen die beiden eine Gummierlösung aus Wasser und Gummi Arabicum. Der Stoff wird aus Pflanzen gewonnen und soll die Nüsse schützen. In Wasser klumpt es leicht. Jedes Stückchen, was wir da nachher drin haben, sehen wir nachher auf der Erdnuss, ne? Die gerösteten Erdnüsse kommen jetzt in den Dragierkessel und das große Drehen kann beginnen. Yeah! Beim Dragieren drehen sich die Erdnüsse ständig und regelmäßig. Das flüssige Gummi Arabicum wird als dünne Schutzschicht verteilt, die das Öl in der Nuss versiegelt. Gummi Arabicum-Pulver macht die feuchten Nüsse wieder trocken. Boah, cool, ey. Das ist Wahnsinn. Viele Umdrehungen später sind alle Nüsse gleichmäßig ummantelt. So, wenn die dann schön trocken sind, dann haben wir hier eine schön feste Schicht, die hier richtig schön fest auf der Nuss aufliegt. Krass. Und das brauchen wir, ja? Das ist jetzt unsere Schutzschicht. Wie bei M&M's bekommt die ganze Erdnuss einen süßen Mantel. So, dann haben wir hier etwas Schokolade. Etwas, ist ja schon einiges. Die soll sich jetzt möglichst gleichmäßig verteilen. Wenn ich jetzt einfach den kompletten Liter da drauf kippen würde, dann hätte ich einen Schokokrossi. Wollen wir nicht. Nein. Wir wollen einzelne Erdnüsschen da drin haben, okay, die mit Schokolade ummantelt sind. Das heißt, wir starten das ganze Ding. Sebastian träufelt nach und nach die Schokolade in den sich drehenden Kessel. Ein Heißluftföhn trocknet die Oberflächen. Schicht für Schicht verteilt sich so die Schokolade gleichmäßig um die Nuss. Mega! Knackige Erdnuss und schöne Schokolade drauf. Aber es sind noch keine M&M's. Nee, das Problem ist jetzt, wenn ich die jetzt hier so anpacke, dann fangen die irgendwann an zu schmelzen. Das heißt, wir müssen die jetzt noch einmal schützen. Ja. Ja, das, was wir vorhin um die Nuss gemacht haben, packen wir jetzt noch mal um die Schokolade drum. Dafür werden die Nüsse erneut mit Gummi Arabicum beschichtet. Erst als Lösung, dann als Pulver. Diese Schichten, und das ist einfach nur toll. Ich habe da ganz viel Spaß dran. Also wir müssen jetzt darauf achten, dass die Schicht schön fest wird. Die wird jetzt schön fest. Das dauert 5 bis 10 Minuten. Aus Kristallzucker und Wasser rühren die beiden eine Zuckerlösung an. Mit Calciumcarbonat für eine schöne weiße Farbe.
Das ist die Grundlage für den Zuckermantel der Nuss. Schicht für Schicht für Schicht machen wir jetzt 30, 40 bis 50 Schichten drauf. 30 bis 40 Schichten? Ja. Das ist nicht dein Ernst? Doch. Der Prozess von dieser Mini-Zuckerschicht dauert 4 bis 6 Stunden. Auch die Zuckerlösung gibt Sebastian vorsichtig hinzu. Die Schokonüsse bekommen ihre süße Hülle. Und dann wird's weiß. Und dann wird's weiß. Dragieren ist sehr zeitaufwendig. Der Zuckermantel entsteht nach und nach in vielen dünnen Schichten. Erst nach 5 Stunden liegt ein weißer Mantel um die Nuss. Ha! Aber echt anstrengend. Wie viel Arbeit in so einem kleinen Snack steckt, den man einfach so, hopp, weg ist er. Da denkt man doch gar nicht dran, oder? Wahnsinn. Ja, es fehlt aber noch Farbe und Glanz. Jetzt machen wir die blau. Dafür nutzen die beiden den Farbstoff E133. Das jetzt wieder ins kleine Töpfchen, ne? Ja, das machen wir auch noch mal 10, 15 Mal. Ich bin eine halbe Stunde wieder da. Stunde, Stunde, ja? Das ist nicht sein Ernst, oder? Ziemlich viel Arbeit. Aber an der Optik darf nicht gespart werden. So, das sieht doch schon... Ja, bitteschön. Sehr gut. Die sind jetzt schön blau. Ja. Die müssen wir jetzt noch einmal so ein bisschen nachtrocknen lassen. Okay. Das heißt, wir holen die raus, ja, machen den Kessel sauber, lassen die noch eine Stunde liegen. Mhm. Und dann schmeißen wir Wachs drauf, damit die schön anfangen zu glänzen. Noch eine Stunde. Die sind jetzt mal schön ausgetrocknet. Carnauba-Wachs sorgt für den Glanz und trennt die Kugeln voneinander. Das dauert... Entschuldigung, mal wieder 20 Minuten. Ey, ja, ich bleib hier, ich passe auf, du kannst alles gehen. Klar. So, Sebastian, ich kann nicht viel und? Mehr Kaffee trinken. Wie sieht's aus? Wow. Fertig, oder? Und die schmelzen nicht mehr in der Hand. Nee. Werden die Finger blau? Nein. Top. Nur das M unterscheidet den Nachbau noch vom Original. Mars hat dank eines neuen Verfahrens ein völlig neues Produkt erschaffen. Aus bekannten Zutaten. Erdnüssen und Schokolade. In den 30er Jahren leiden große Teile der USA unter einer extremen Hitze. Und Forrest Mars steht vor einem Problem. Seine Schokolade schmilzt. Und damit auch sein Absatz. Die Lösung für sein Problem liefern ihm Soldaten im spanischen Bürgerkrieg. Sie haben Schokolinsen dabei, die von einer Zuckerschicht umgeben sind und so nicht schmelzen. 1941 führt Forrest Mars zusammen mit Geschäftspartner Murray eigene Schokolinsen ein. Zuerst werden diese nur an Soldaten im Zweiten Weltkrieg verteilt. Hier kommen sie gut an, da sie ihr Versprechen halten und nicht schmelzen. So können sie auch gut transportiert werden. Nach Kriegsende werden M&Ms derart beliebt, dass es viele Nachahmer gibt und Mars sich etwas einfallen lassen muss. Er druckt das M als Markenzeichen auf jede Linse. Stellvertretend für die beiden Gründer. Zur gleichen Zeit beginnt Mars das Produkt auch stark im Fernsehen zu bewerben. Und der Slogan "Schmilzt im Mund, nicht in der Hand" etabliert sich. Die Marke M&Ms wird über die Jahre immer populärer. 1981 nehmen Astronauten die Linsen in ihren Bordproviant auf. M&Ms bezeichnen sich als die erste Weltraumsüßigkeit. Heute werden täglich 1 Milliarde M&Ms produziert. Und der Boom scheint nach wie vor ungebrochen. Inzwischen gibt es überall auf der Welt eigene M&Ms-Shops. Hier gibt es die Schokolinsen in allen möglichen Variationen und Farben zu kaufen. Außerdem setzt Mars auf Merchandising mit M&Ms-Produkten. Ich glaube, das ist ein Trend, den viele Marken machen, wenn sie eine bestimmte Größe haben. Dass sie sagen, wir müssen diese Marke auch erlebbar machen. Also, dass sie eben nicht nur im Regal steht unter 1000 anderen Marken, sondern dass sie sozusagen eine exklusive Aufmerksamkeit auf diese Marke anbietet. In seinen Shops verkauft Mars Süßigkeiten und Souvenirs. Für Kappen, T-Shirts oder Tassen mit M&Ms-Logo geben Kunden viel Geld aus. Dank dieser Marketingmaschinerie ist Mars unangefochtene Nummer 1 in den weltweiten Schokoladenregalen der Supermärkte.
Aber woher bezieht Mars den Rohstoff? Kakao wächst nur in tropischem Klima gut. Die Elfenbeinküste, Ghana und Indonesien sind die größten Erzeuger für den Mars-Konzern. Der Anbau und die Ernte sind anstrengend. Fast alles wird von Hand gemacht. Arbeiter ernten die reifen Schoten und schlagen sie mit einer Machete auf. Anschließend werden die Bohnen aus der Schale entfernt. Ausgebreitet liegen sie in der Sonne zum Trocknen. Erst dann können sie verpackt und verschifft werden. Kakao wird in Entwicklungsländern angebaut. Das heißt, die Arbeitsbedingungen dort sind mit unseren überhaupt nicht zu vergleichen. Wir haben längere Arbeitstage, schlechtere Arbeitsbedingungen und dafür auch noch deutlich schlechtere Löhne, die oft auch nicht die Existenz sichern können. Das Problem dabei, auch Kinder arbeiten auf den Plantagen, um Geld zu verdienen. Darum wurde 2001 das Harkin-Engel-Protokoll ins Leben gerufen. Es soll für bessere Arbeitsbedingungen sorgen und Kinderarbeit verhindern. Auch Mars hat dieses Protokoll unterschrieben. Aber nach Einschätzung vieler NGOs hat sich die Situation noch immer nicht verbessert. Eine Studie der Universität in Chicago zeigt, in den letzten 10 Jahren hat die Kinderarbeit sogar zugenommen. Im Kakaoanbau arbeiten jetzt in den betreffenden Ländern 45% aller Kinder. Ein Zuwachs um 14 Prozentpunkte. Was sagt Mars dazu? Unser Ziel ist es, dass wir bis 2025 100% unseres Kakaos aus verantwortungsvollen und nachvollziehbaren Quellen beziehen. Dafür werden wir weiterhin eng mit unseren Lieferanten, der Politik von Erzeuger- und Importländern sowie Experten zusammenarbeiten. Noch kann Mars Kinderarbeit in der eigenen Lieferkette nicht ausschließen. Dabei sollte der größte Süßwarenhersteller der Welt als gutes Vorbild vorangehen.